Hi und herzlich willkommen. Heute möchte ich einmal ganz schnell mit euch über gemischte Brüche sprechen, die man in unechte Brüche umwandelt. Und was das genau ist, das zeige ich euch einmal. Angenommen, ihr habt den gemischten Bruch 1, 2 Drittel und den wollt ihr in einen gemischten Bruch umwandeln. Dann solltet ihr Folgendes tun, und zwar 1 mal 3 plus 2. Was habe ich getan? Also 1 mal 3 plus 2. 1 mal 3 ist 3 plus 2 macht 5 und den Nenner schreiben wir unten hin mit 3. Nochmal zur Wiederholung, hier steht der Nenner und hier steht der Zähler. Und wenn der Zähler größer ist als der Nenner, sprechen wir in dem Fall von einem unechten Bruch. Okay, das gleich nochmal zur Übung. Angenommen, ihr habt 3, 4 Fünftel und wollt den auch wieder in einen unechten Bruch umwandeln. 3 mal 5 ist 15 plus 4 macht 19 Fünftel. Und damit seid ihr schon fertig. Noch ein Beispiel. 5, 3 Sechstel. 5 mal 6 ist 30. Plus 3 macht 33. 33 Sechstel. Fertig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was lernen. Lasst gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.